wir schauen uns an, Behind the Scenes, oder? Mit Dave. Ich weiß, ihr habt das Video wahrscheinlich schon alle gesehen, aber ich finde das sehr gut. Seven vs. Wild, Behind the Scenes, Folge 1 von Dave. Mit dem habe ich heute noch telefoniert und ihm auch noch ein paar Daten halt geschickt. Yep, das ziehen wir uns rein. Freunde, herzlich willkommen vom Meer. Und zwar werde ich ein bisschen was erzählen, was so demnächst ansteht. Ich glaube, an dieses Video können sich die meisten wirklich richtig gut erinnern. Da saß er ja irgendwo mehr im Hintergrund, hey, da ist ein Hai, da ist ein Taucher, ich weiß es nicht mehr, wo es um Seven vs. Wild Staffel 1 ging. Das ist so krass. Ich finde, wie sich manche Dinge einfach einbrennen. Es ist ein großes, großes Projekt geplant. Wenn ich das größte Projekt, ja, es ist das größte Projekt, was jemals auf meinem Kanal gab. Absolut krankes Projekt geworden. Er macht eine richtige Show da drauf. Krass, hat man es gesehen, hatte Fritz 1,3 Millionen Abonnenten, ist jetzt fast eine Million mehr. Ich hätte nicht gedacht, dass das so spannend ist. Unfassbar geil. Fuck, wie kann man so dumm sein? Hyped, Bock, Angriff. Das hier ist Folge 1 einer 10-teiligen Serie, welche die Planung und Produktion der zweiten Staffel Seven vs. Wild begleitet. Lass gern ein kostenloses Abo da, um die weiteren 9 Folgen nicht zu verpassen. Um aber überhaupt verstehen zu können, wie wir hier hingekommen sind, müssen wir ganz vorne anfangen. Wir sind Johannes und Max und wir sind die Hauptverantwortlichen und Produzenten. Ich glaube, das habt ihr schon wahrscheinlich 10.000 Mal gesehen, die meisten Leute, dieses Video, weil wir alle drauf gereactet haben danach. Wir sollten ja einen Tag warten. Am Anfang hieß es, nee, wir brauchen nicht warten. Da war ich schon startklar. Dann hieß es, nee, doch einen Tag warten. Außer The King of the Jungle hat natürlich eine Sondergenehmigung bekommen, der Knossi. Max und Johannes, zwei super, super, super Typen, muss man echt sagen, die wirklich ein Herzblut, eine Energie da reinstecken. Und das finde ich mal wieder, vielleicht anders beleuchtet als wahrscheinlich viele andere, mutig, neue Projekte angehen mit einer völligen anderen Denkweise. Einfach zu sagen, wir machen das jetzt, wir planen das durch. Die beiden sind super unterschiedlich. Da habe ich schon wieder nichts liegen. Wir schauen uns weiter die nächsten Folgen an. Vielleicht kommt das. Max ist so ein lieber Typ. Er ist wie so, das ist auf jeden Fall Schwiegermamas Liebling. Johannes, also der Rechte mit dem Lia-Shirt, der es noch nicht weiß. Das ist so, ja, der Fiese von den beiden. Ich bin sehr gespannt, ob es fies genug war bei Seven vs. Wild, was er uns alle auferlegt hat oder nicht. Zwei Klasse, wirklich so eine Arbeit, die auch reingesteckt haben und alle. Genau, Good Cop, Bad Cop, ihr schreibt es gerade. Good Cop, Bad Cop, Max und Johannes, die sind einfach beide der Knaller. Und also man kann einfach nur Danke sagen hinter den Leuten. Alle sehen immer nur die Leute vor der Kamera. Vor der Kamera klingt so komisch, die Teilnehmer. Aber was dahinter abgerockt worden ist oder jetzt so ein Dave, der, ich weiß nicht, was an Material da zusammengetragen hat. Heute noch, wie gesagt, telefoniert. Ich habe ihm Sachen hochgeladen, noch Daten. Ein paar Aufnahmen von mir, die ich gemacht hatte. Der fährt quer durch Deutschland, schraubt da irgendwas zusammen und macht das richtig, richtig gut. Also das hat, genau wie Max und Johannes, wie das ganze Team, was sonst noch hinter den Kulissen ist. Und ich hoffe, dass das bei der Behind-the-Scenes-Serie richtig zur Geltung kommt, wie viele Leute da wirklich involviert sind. Vollgas geben, ihr Herzblut da reinstecken. Max und Johannes sind eine von den beiden. Produzenten für Seven vs. Wild. Die Idee für sind eine von den vielen. Seven vs. Wild kam über mehrere Stationen, über mehrere Jahre, von dem ersten Brainstorming, was man machen könnte, bis zu dem Zeitpunkt, wo Fritz eine Anfrage bekommen hat vom TV, wo sie ihn haben wollten für eine Survival-Sendung, die ein ähnliches Konzept hatte. Und wir haben dann zu Fritz gesagt, pass auf Fritz, wir könnten das auch alles selbstständig machen, 100% Kontrolle darüber, wie es wird, was wir wollen, was wir nicht wollen. Und dann eben umgemünzt auf YouTube und nicht fürs Fernsehen. Die beiden Jungs haben, soweit ich weiß, nicht Kameramänner waren die? Auf jeden Fall irgendwas im Fernsehbereich gemacht. Deswegen auch das Know-how von den beiden Jungs. Die also wirklich, die wissen, was sie tun. Und das haben wir dann gemacht. Und zwar heißt das Projekt aktuell, mal sehen, ob es bei dem Namen bleibt, ist der Arbeitstitel aktuell, Seven vs. Wild. Wir haben uns entschieden, die erste Staffel zu produzieren, aber dann standen wir vor der Frage, wie setzen wir das um und mit... Mediengestalter, Bild und Ton, ihr sagt das. Für ein Reisebüro? Für ein Reisebüro? Stimmt, für Reisebüros haben die was gemacht. Aber krass, oder? Und das finde ich mal wieder, wenn es so zum Thema Unternehmertum kommt oder selbstständig sein, wenn man merkt, ey, ich habe so eine Energie, so ein Wissen, ich will noch viel, viel mehr machen, den Schritt dann zu wagen und zu sagen, ey, wir machen das jetzt selber. Wir geben jetzt hier selber Vollgas. Wem setzen wir das um? Dann
lass mal quatschen, wie wir das machen. Und im Endeffekt, ja, war das wirklich eher so ein Ding mit Kumpels und wen könnten wir einladen, wen kennen wir. Also das war halt wirklich ein Punkt, wo wir gesagt haben, wir wollen das in einem Kreis drehen von Leuten, die wir persönlich einfach schon kennen. Das war niemals so geplant als eine krasse Produktion, wo wir super, super viele Leute ranholen, weil wir aber auch einfach nicht die Kohle hatten. Ne? Also das musst du dir auch vorstellen. Wir hatten ein super, super enges Budget und wir wussten quasi, bis es ausgestrahlt wurde, nicht, ob das Ganze überhaupt funktioniert. Wir sind ja eine Gang. Also wir machen ja schon immer irgendwie zusammen. Guck mal, wie jung die alle noch aussehen. Und Martin hier da. Zusammen geilen Scheiß. Und wenn Fritz fragt, ey, hast du Bock mal 7 Tage dich auszusetzen, sagst du, ja, ja klar, kein Problem, wann und wo geht los? Ich habe halt eine WhatsApp-Nachricht, eine Sprachnachricht von Fritz bekommen und meinte so, ja, ich habe hier so eine Idee und such da gerade nach Leuten, hättest du da Bock drauf? So ein paar Freunde denken sich so, okay, wir drehen mal wieder ein Video mit Fritz, okay, diesmal ein bisschen länger, 7 Tage Schweden, let's go. Im Endeffekt war es dann so, dass quasi das Team, wie auch die Teilnehmer, halt aus Freunden und Bekannten bestanden hat, weil wir halt wussten, auf die... Kann man sich verlassen wahrscheinlich. Und das ist, muss man ja auch sagen, jeder hat ja einen gewissen Zeitrahmen, den er sich freischaufeln kann. Und dass die damals alle gesagt haben, ja komm, cool, klingt super, lass machen, ist ja auch einfach super. Jetzt, bei der zweiten Staffel, ist ja, glaube ich, für jeden klar zu sagen, ja, das ist ein Riesenerfolg, man weiß ja genau eigentlich, was da passieren wird oder erhofft es sich auf jeden Fall. Ich bin mir sicher, das wird wieder völlig abartig durch die Decke gehen, Staffel 2. Aber damals hätte es ja auch ein Rohrkrepierer sein können oder werden können. Und das muss ich sagen, ist doch Hammer. Dass einfach die Jungs auch sagen, ach, klingt super, lass einfach was draus machen. Deswegen finde ich, haben gerade die Vorreiter echt ein absolutes Lob und Anerkennung verdient, muss man wieder zu sagen. Können wir bauen, die sind zu dem Zeitpunkt an dem Ort, wo wir sie brauchen und die bringen das noch. Ja, Freeway Cola, was haben die denn zu trinken da drin? Ein Bierchen, ja, ich weiß es gar nicht. Sieht nur alles etwas rustikal aus, der Start. Ist ein größeres Projekt, ja, da müssen alle an einem Strang ziehen, aber ich würde es hart feiern. So, und dann nimmt man sich einfach mal dann 10 Tage Zeit, fährt runter nach Schweden, macht irgendwie ein kleines Basiscamp und dann geht das da 7 Tage rein in die Wildnis. Let's go. Bommel schreibt gerade hier schon erst dabei. Naja, ich finde die Idee geil. Also der Entschluss steht, wir wollen das Ganze produzieren und dann ist natürlich die große Frage auch für uns, was kostet das denn überhaupt? Natürlich kannst du sagen, ja, okay, jeder braucht 2 GoPros, dann braucht jeder das. So, dann kommst du auf irgendeine Summe. Die stimmt aber nie. Und die stimmt bei weitem nicht. Egal, was du vorher kalkulierst, es kommen immer Kosten dazu, die hast du nicht einberechnet. Und auf einmal liegst du 20, 30, 40, 50.000 Euro über dem, was du kalkuliert hast. Das muss man auch dazu sagen. Es gehört da wirklich auch etwas dazu, zu sagen, hey, wir wagen das finanziell. Klar kann man jetzt sagen, Fritz hat ja irgendwie schon 1,3 Millionen Abonnenten, der hätte es irgendwie stemmen können. Ja, natürlich, aber es ist ja schon ein Risiko. Wenn ich jetzt so sehe, also wie bei mir der Ocean Warrior, das war für mich ja auch ein, ich bin komplett in Vorleistung getreten, aber weil ich auch gar nicht auf die Suche gegangen bin nach Sponsoren, weil ich gedacht habe, oder Kooperationspartner, weil ich gesagt habe, Otto, du bist eh noch viel zu klein, da wird eh noch keiner anbeißen. Ich war schon happy, dass alle Jungs mitgemacht haben, die da mitgemacht haben und Sabrina. Jungs und Mädels, ja, Mehrzahl Mädels, nein, Einzahl, und hab komplett in Vorleistung. Und erst auf die letzten Metern, das muss man auch sagen, danke an Max und Johannes, die quasi zu Rhino Shield den Kontakt hergestellt haben. Und Rhino Shield ist an die Bresche gesprungen und gesagt, jo, machen wir. Deswegen, ich weiß schon, was es heißt zu sagen, okay, unsere Kosten marschieren dann wirklich weg. Ich kann eigentlich recht gut kalkulieren, hatte auch genug Puffer eigentlich mit eingebaut, eigentlich, aber dann kam der ganze Schnitt. Und der war für mich Neuland. Was das an Schnittarbeit war, an Schnitttage, quasi in der Postproduktion vom Ocean Warrior. Und das ist ja hier nochmal eine ganz andere Nummer. Also einfach, ja, einfach geil. Da kann so viel schief gehen, da brauchst du im Prinzip einen guten 5-stelligen Puffer alleine, ja, damit du so ein Projekt umsetzen kannst. Und damit euch genau das nicht passiert, gibt es Finanzguru, die freundlicherweise Sponsor dieses Videos sind und es damit erst möglich machen, dass wir so ein Riesenprojekt umsetzen können. So, hier weiß ich, kriegen jetzt ganz viele schon wieder das Flattern, weil sagen, oh, es gibt, genau, wie ihr schreibt es ja schon gerade. Tja, wie soll ich das sagen? Werbung gehört ja dazu, um solche Projekte zu machen. Und natürlich, jetzt kann man sagen, es sind alles Raffzellen und jeder will hier Multimillionär werden. Aber ich finde, das ist ja nicht schlimm. Jeder von uns kann ja vorspulen, wenn er keinen Bock auf Werbung hat. Auf der anderen Seite ermöglicht das natürlich, Creatoren zu sagen, perfekt, wir können dadurch einfach noch größere Projekte machen. So. Ich gönne ihm die Werbung. Können.
Die App ist ein digitaler Finanzassistent, die alle eure Einnahmen und Ausgaben verteilt über verschiedene Konten trackt. Ihr könnt alle eure Konten eintragen und sogar Scalable Capital oder andere Neobroker hinzufügen, wodurch ihr diese dann direkt mit in der Finanzübersicht habt. Ihr seht, was reinkommt, ihr seht, was rausgeht und vor allem, wohin wie viel rausgeht. Außerdem seht ihr aber alle eure laufenden Verträge in der App und könnt diese dann direkt in der App rechtssicher kündigen und euch wird ein Sparpotenzial angezeigt, also der Betrag, mit dem ihr am Ende des Monats zum Sparen rechnen könnt. Das Ganze ist unheimlich wichtig, wenn ihr sparen, investieren oder vielleicht so ein Projekt umsetzen wollt, dass ihr einfach wirklich vernünftige Übersicht habt, wie viel Geld euch wirklich zur Verfügung steht. Und gerade in der momentanen Zeit, Stichwort Heizkosten etc., macht es natürlich mega Sinn, endlich mal einen vernünftigen Überblick über seine Finanzen zu erlangen, um einfach besser planen zu können. Über den ersten Link in der Videobeschreibung und mit dem Code Dave könnt ihr Finanzguru Plus für ganze 3 Monate komplett kostenlos testen. Mit Finanzguru Plus hast du zusätzlich zur kostenlosen Grundversion noch weitere Features wie Analysen, smarte Budgetvorschläge oder das frei verfügbare Einkommen zur Verfügung. Also ladet euch die App herunter, registriert euch, verknüpft eure Konten, tragt den Code Dave unter dem Reiter Mehr ein und erlangt so eine viel bessere Übersicht über eure Finanzen. Und hier nochmal ein riesen Dankeschön an Finanzguru, die mit ihrer Unterstützung dieses Videos so ein Projekt erst wirklich möglich machen. Wir sind jetzt nicht noch. Und ehrlich, man muss ja sagen, er bindet es ja auch echt cool an. Denn ich versuche das bei mir auch vernünftig mit einzubinden, dass es zumindest mal vielleicht ein bisschen lustig ist. Dass man einfach, weiß ich nicht, die Werbung nicht sofort wie Bomb in die Fresse, um Platz gesagt, das Gesicht gehalten bekommt, irgendein Produkt oder sowas. Und ich weiß, es ist echt nicht leicht. Und es gibt so viele Anfragen. Und ich habe, glaube ich, jetzt, ja, was habe ich, 80-90% abgelehnt von den Sachen, weil ich sage, ich weiß es nicht. Andere Sachen probiere ich dann halt immer irgendwie mit einzubinden, dass es vielleicht, wie gesagt, schon etwas lustig ist, oder? Ihr schreibt, deine Werbung ist klasse. Ja, danke. Nein, gehört ja auch dazu. Also, um irgendwie mal Klartext zu sprechen, ich bin ja auch gerade bei mir dabei, zu sagen, okay, wo geht das Leben denn hin? Wo setze ich meinen Fokus drauf? Und wenn ich auf etwas den Fokus drauf setze, dann betreibe ich das auch richtig. Dann mache ich das auch, versuche es auch kaufmännisch vernünftig aufzusetzen und nicht so, ja, mal gucken, was passiert. Denn es gibt auch, glaube ich, viele Beispiele draußen von Creatoren, die sich einfach übernehmen, ihr Geld rausgeben, nicht kalkulieren können, nachher 100.000 Abonnenten haben und trotzdem auf der Straße landen, übertrieben jetzt gesagt. Ne? Neu in der Branche und haben natürlich auch Rücksprache gehalten mit einigen Leuten, die verschiedenste Projekte schon gemacht haben, gemanagt haben und alle haben gesagt, ey Jungs, das könnt ihr nicht bringen, das könnt ihr nicht machen. Es ist unverantwortlich, da geht euch jemand drauf, ihr seid euer Leben lang unglücklich, macht's nicht. Es gibt einen guten Grund, warum das noch niemand gemacht hat. Oh. Ich will nicht abbrechen, Mann. Fuck, wie kann man so dumm sein? Warum schüttel ich an dem scheiß Baum? Das ist ja noch eine Szene, die ist mir so in Erinnerung geblieben, was ich bis heute, ich bin ja auch mit Niklas so privat, nicht verbandelt, aber wir haben immer wieder mal Kontakt und wollen auch vielleicht was gemeinsam machen. Was soll ich sagen? Dass er als Rettungsassistent oder Rettungssanitäter da so aus dem Konzept gebracht worden ist und dann den Knopf gedrückt hat, ich fand's echt krass. Das ist für mich, also kann ich immer noch nicht nachvollziehen, dass er da einfach den Knopf gedrückt hat. Die ganze Höhle war ja voller Rauch. Ich hatte jede Nacht Sorge, dass ich quasi eine Vergiftung bekomme. Boah, das genauso, ne? Diese Szene. Oh man, jetzt wie die ganzen. Die Jungs haben mir auch gesagt, ja, Rettungssanitäter, okay. War Niklas. Max und Janus sagten auch, Otto, sonst geh doch mal drauf und schau dir nochmal die komplette erste Staffel im Stream an. Puh, ja. Wisst ihr, worauf ich Bock hätte? Ich hätte eigentlich mal Bock, mit Fabio zu seiner Höhle zu fahren, um die dann mal so vorzubereiten, wo ich zumindest mal denke, dass sie einfach, dass er damit 7 Tage durchgehalten hätte. Da hätte ich Spaß dran. Das war schon eine Aufgabe, sag ich mal so, alle denkbaren Szenarien sich zu überlegen, was könnte alles passieren. Und wenn dann trotzdem etwas passiert, was man auch bei gründlicher Prüfung nicht hätte vorhersehen können, ja, dann ist das eben Schicksal. Das sind natürlich ja wieder Rechtsanwälte, oder? Die sehen ja überall nur die Gefahr. Es muss einfach einen kleinen Zweizeiler geben. Mir ist bewusst, dass im schlimmsten Fall der Tod eintreten kann. Unterschrift, Datum, Teilnehmer, fertig. Sie mussten sich selbst darüber im Klaren sein, worauf sie sich eigentlich einließen. Übrigens, was da geblieben ist, ich kann es mal kurz zeigen, ist eine kleine Narbe. Ich glaube, durch unseren Kontakt zu den Outdoor-YouTubern haben wir so ein bisschen dieses Gefühl von etwas echt machen und sich wirklich durchbeißen. Und das nicht zu faken, weil der Weg ist zu faken, ist super, super leicht. Also deswegen sind auch fast alle Survival-Shows gefaked. Fast alle Formate auf YouTube sind irgendwie in irgendeiner Art und Weise geskriptet, gefaked, damit man das, was dabei rauskommt, irgendwie vorhersehen kann. Wir
konstruieren ein Konstrukt, da schmeißen wir die Leute rein, dann wird gefilmt und das, was passiert, passiert. Das war einfach. Chat schreibt, noch besser, du mit Fabio, 7 Tage in der Hölle. Ich denke, du meinst in der Hölle. 7 Tage Hölle muss ich mir nicht geben. Mit Fabio vielleicht, das stimmt. GoPros, so funktioniert eine GoPro. Geht mal da raus, filmt mal, was euch passiert und dann gucken wir mal. Unser Anspruch war dann eben auch, weil wir diese Leute aus dem Autobereich kennen, die wirklich rausgehen, wirklich sich in extreme Situationen begeben, das auch eben in echt zu machen. Das war unser Anspruch und das haben wir auch gemacht. Ausgesetzt in der Wildnis von Schweden. Ich bin auch so gespannt. Wird es der Sprecher sein oder neue andere? Kämpfen 7 Kandidaten 7 Tage ums Überleben. Als die Staffel abgedreht war, ist uns allen, glaube ich, ein riesiger Stein vom Herzen gefallen. Die Freude war groß bei den Teilnehmern, die Euphorie bei dem ganzen Team. Es war schon irgendwie geil. Wir hatten ein sehr gutes Gefühl, nachdem wir das abgedreht hatten. Max hatte ein sehr gutes Gefühl. Ich war da so ein bisschen zwiegespalten, weil ich dann im Nachhinein hauptverantwortlich war für den Schnitt des Ganzen. Und ich wusste noch nicht so richtig, funktioniert das, das Zusammensetzen. Also das ist die eine Sache, wenn die Leute erzählen, ich habe coole Sachen gemacht. Die andere Sache ist, funktioniert das am Ende im Schnitt? Wird das rund? Versteht man das als Zuschauer? Haben die Leute gut moderiert? Man kann im Prinzip sagen, wenn das Ganze abgedreht ist, dann ist eigentlich so von der Arbeit vielleicht ein Drittel gepackt. Das muss man auch dazu sagen. Denn das eine ist, coole Clips zu produzieren oder Aufnahmen. Aber wie kommen die denn an? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist so eine Serie, lief das? Netflix, Amazon. Mit einem der Klitschkos auch. Irgendwelche Promis, die gejagt werden. Ihr wisst es wahrscheinlich jetzt sofort in 2 Sekunden. So eine Sendung. Hunted oder ich weiß nicht mehr, wie es hieß. Das kam jetzt vor ein paar Monaten raus oder so. Also ultra viele Promis dabei. Und ich fand das katastrophal. Da kam nichts drüber. Ich habe gar nicht verstanden, worum es ging. Und wenn man Celebrity Hunted. So, fandet ihr Celebrity Hunted gut? Ich fand's nicht gut. Ich habe mir, glaube ich, 1 Folge angeschaut oder 2 und dann gedacht, okay, ja, wir haben kein Geld. Ey, ich hole mir ein Heli. Ah, okay, ich habe gedacht, du hast kein Geld. Also irgendwie, ja, kam auf Prime. Ich fand's, also, ne, das ist so geile Leute am Start gebracht, wahrscheinlich auch hammermäßig gedreht, aber kam nicht rüber. Und deswegen kann ich die Angst von den Jungs schon verstehen. Wie kommt das rüber? Wie sehen die Zuschauer das? Das ist nicht so, als wäre das Ding dann fertig. Leider. Also, das ist, also du hast halt vielleicht ein Drittel und dann beginnen wirklich Tage und Wochen, wo du dich durchkämpfst. Das ist teilweise, als würdest du da in Honig schwimmen, weil das so zäh ist, so lang dauert. Teilweise sind die Folgen erst fertig geworden am Tag der Veröffentlichung. Und trotzdem waren die Folgen bei weitem nicht perfekt. Johannes hat sich einfach 3 Monate eingeschlossen. Der hat dann ich habe die Behausung gesehen, das war einfach nur ein Rechner, Boxen, alles Molton, also alles dunkel. Und da hat er drin gesessen. Der war reif für die Klapse danach, aber er hat durchgezogen. Ich kann mich noch sehr gut an den Moment erinnern, als die erste Folge online ging. Ich war gerade auf einer Party und ich bin nicht von meinem Handy weggekommen. Ich habe halt die ganze Zeit aktualisiert. Wie sind die Echtzeitaufrufe? Wie kommt das an? Kommt das besser an als ein normales Video? Das wäre ja schon mal ein Indikator. Und tatsächlich, also die Klickzahlen von der ersten Folge, die noch nicht so gigantisch waren wie die anderen Folgen, waren schon mäßig Kinnlade runtergefallen, weil ich sowas halt noch nie gesehen habe, wie ein Video so krank durch die Decke gehen kann. Und nicht nur dieses, sondern auch alle folgenden Videos der Staffel gehen durch die Decke. Durchschnittlich erreichen die Videos 4,8 Millionen Views und insgesamt... Das ist einfach abartig. Ja? Ich bin ja auch gerade in einer Filmproduktion drin und von solchen Zahlen träumt jeder Fernsehsender, so etwas zu erreichen überhaupt. Und das einfach mit GoPros gefilmt. Klar, Drohnenaufnahmen, Intros, aber die Leute so zu packen, irre. Die Zeit passt natürlich auch. Alle Leute hocken zu Hause, jeder ist genervt, jeder will irgendwie in den Wald gehen. Ich freue mich auch persönlich echt, muss ich sagen, für den Fritz. Denn es gehört ein bisschen was Mut dazu, das Ganze anzugehen. Und einfach zusammen, lass uns das einfach mal probieren. Deswegen vollkommen verdient. Insgesamt wird die erste 16-teilige Staffel mehr als 77 Millionen Mal auf Fritz-Kanal geklickt. Alter, damit ist Seven vs. Wild offiziell die größte Creator-Serienproduktion Europas, ohne dass genau das jemals das Ziel war. Geil. Europas Größe. Das habe ich vorher schon gehört vor ein paar Wochen. Da dachte ich, also, stimmt das wirklich? Aber scheint anscheinend zu stimmen. Und wisst ihr, worauf ich mich auch noch freue? Auf das Bild von der Staffel 2. Ich habe es keiner von uns, also ich habe zumindest noch nichts gesehen davon. Ich bin so gespannt, wie das Bild mit den jetzigen 7 Teilnehmern werden wird. Dass das Ganze so krass ja doch schon viral geht und nicht nur eine Folge, sondern eine komplette Serie, damit habe ich definitiv nicht gerechnet. Dass das erstens so erfolgreich wird, zweitens so viel Publikum bekommt und so viel Zuspruch und vor allen Dingen auch so viel Fans hervorruft, hätte ich niemals gedacht. Das hat ja Wellen geschlagen, die gingen ja über YouTube hinaus. Meine Großeltern haben es geguckt. Es hat einfach alles gebumst so. Staffel 1 hat sehr, sehr gut funktioniert, viel, viel besser als wir erwartet haben und deswegen kann man auch relativ zügig Anfang diesen Jahres die Entscheidung, okay, wir wollen die Staffel 2.
Und allen war klar, wir wollen auf einen anderen Kontinent, wir wollen Extreme. Und ich glaube, das haben wir gefunden. Ich mach mit, Freunde! The pressure is on. Ich bin dabei! Der will sich das geben? Dann die Regeln natürlich ganz klar verschärft, ne? Ich bin excited, ich bin dabei. Ich freue mich extrem. Es ist jetzt nicht mehr das Schweden, das Bekannte. Ich bin der siebte Kandidat bei Simon Smile. Staffel 2 wird wild. Komm her, Dschungel! Jetzt haben ja nicht alle 7 Gegenstände dabei. Komplett anders. Das kann man echt sagen. Komplett anders. Und einfach irre. Ich finde die Teilnehmerauswahl schon super, aus welchen Bereichen alle kommen. 2x Frauenpower am Start. Ein Knossi, der überhaupt nicht aus dem Bereich kommt, hat sich einen Trainer genommen, hat das richtig ernst genommen, bei mir einen Survival-Stream gemacht, mit Matti nochmal richtig vorbereitet. Wir haben eine Nova, die früher mal draußen war. Also wir haben einen Sascha als Fitness-Crack vom Allerfeinsten. Natürlich den Master himself und Wildcard. Und ich finde Wildcard auch einfach eine mega Sache. Damit hat Fritz zum Beispiel, jetzt so einem Joris, ein völlig neues Leben ermöglicht, muss man auch mal sagen. Also nicht nur, dass sich viele auf YouTube Videos überlegt haben als Wildcarder, der Junge kann jetzt das machen, was er liebt, sich da Tiere weltweit anschauen und Gas geben. Ich finde das einfach richtig cool, dass man einfach durch so eine Serie jemanden von jetzt Angestelltenverhältnis ins Selbstständigenverhältnis befeuern kann. Und so kleine Kanäle wie meiner auch damit nach vorne heben kann. Oder wie den, gut, du warst schon länger im Business, oder Sabrina. Das ist einfach irre. Und ich glaube, das kann man sagen, deutlich, deutlich krasser. Was? Wer sagt denn das? Geile Mucke auch wieder im Hintergrund. Ja, Seven vs. Wild, Behind the Scenes. Was ein super Video. Jetzt darf ich es endlich mit euch gucken. Ich habe es mir natürlich vorher schon mal reingezogen, weil ich nicht abwarten konnte. Aber ich werde gucken, dass ich die Seven vs. Wild Dinger, da die ganze Staffel, dass ich mir die vorher nicht anschaue. Das ist so mein Ziel. Was mir sehr schwer fällt, weil ich darf es ja nach 24 Stunden anschauen. Mal gucken, ob ich ob ich das schaffen werde. Das war aber erstmal Folge 1, Seven vs. Wild, Behind the Scenes von Dave. Ulalala. So, erstmal dem lieben Dave, den habe ich auch schon längst als Like dagelassen hier, ne? Natürlich.